Willkommen zurück zu einer neuen Folge Slime Ranger. Heute machen wir uns auf den Weg und lassen den blauen Mama Slime explodieren. In der letzten Folge habe ich schon so ein kleines Waffen-Upgrade gekauft. Und wir wollen mal gucken, ob das wirklich dauerhaft bleibt und für alle Slots oder nur für einen Slot. Und ja, hier unten kann man das auf jeden Fall richtig gut testen, ne? Denn hier liegt mehr als genug Schleimkacke rum. So, das wollte ich nicht und das wollte ich nicht. So, jetzt muss man nur noch gucken, wo war der blaue Mama Slime? Der war, glaube ich, hier hinten in der Ecke. Nee, da war er natürlich nicht. Also müssen wir hier oben lang. So, wir können auf jeden Fall schon 23 Einheiten aufnehmen. Das gefällt mir. Das heißt also, wir können noch 30 Einheiten ab sofort einsammeln. Mehr Platz für Schleimkacke, würde ich da sagen. Wo? Wo war jetzt Mama Slime? Nee, ich muss hier weg. Das wird mir gerade ein bisschen zu doof. Das Mama. Ey, die ist noch nicht kleiner geworden. Da ist er voll. Und da ist er explodiert. So, was ist das? Oh. Achte mal! Hier, fresst euch satt! Da hinten ist noch. So, hier ist noch eine Kiste. Noch mehr. So, und was war? Was? Hey, wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh lol, wo bin ich denn hier unten gelandet? Geil! Da haben wir ein kleines Portal gefunden. Cool. Ja, gut. Also da haben wir ein Portal entdeckt. Jetzt müssen wir doch versuchen, Mama Katzenslime zum Explodieren zu bringen.
Ja. Komm, friss doch mal. So. Und dann werden wir unsere Waffe noch ein bisschen upgraden, würde ich sagen. Also als erstes... als erstes Dingensbummens hier. Ihr wisst, was ich will. Schleimkacke wegschaffen, Waffe upgraden und dann zusehen, dass wir mehr als genügend Hühner haben, um Mama Katzenslime zum Explodieren zu bringen. Ich hasse das, wenn die explodieren. Das war ein normaler, der gerade gekackt hat. So, die Miezi-Slimes sind auch noch da. So, Waffen-Upgrades konnten wir hier kaufen. Energiemodul rüstet dein Backpack mit einem fast garantierten sicheren Mikrofusionsgerät aus, der deine Energie auf 150 erhöht. Jetpack greift nach mit deinem eigenen erstaunlichen Jetpack. Hört sich interessant an. Wassertank fügt einen speziellen Wecktank hinzu, der es erlaubt, Süßwasser zu speichern. Diese hochentwickelten und ehrlich total medizinischen Stiefel reduzieren den Energieverbrauch. Kaufen wir! Fügt einem Backpack einen Shotgun-Generator hinzu, der Slimes wegstößt, wenn du etwas mehr Platz für dich brauchst. Nein, das Herzmodul kaufen wir aber noch. Und... ja. Wir wollten genau hier... das hier... Jetzt weiß ich, was hier fehlt. Ein männliches Vieh. So, wir brauchen ein männliches Hühnchen, ein Gockel. Jetzt, ich weiß, wo wir eins finden. Ah, hier lang muss man dazu. Ich weiß doch, wo wir eins finden. Komm, gib mir mal das Zeug her. So. Haha, jetzt haben wir die bösen Slimes Liebe gemacht. Lieb gemacht. Ach Gottchen. Hier, das ist doch ein Gockel. Haha. So. Äh,
Hey, was wohl? Ja. Gut, dann schaffen wir den Gockel jetzt erst einmal zurück. Das ist nämlich wichtig für Küken. Ihr wisst ja, Mann und Frau und... Ja, das werden bestimmt viele hier wissen. Genau, hier ist noch was zum Einsammeln. So, da oben liegt noch was. Als erstes schaffen wir den Gockel zu den Hühnern. So, und jetzt macht mal hier Babys, damit ich vorankomme. So, was können wir hier freikaufen? Nix. Läuft. So, das wächst wieder vor sich hin. Tja, was machen wir da jetzt? Die sind glücklich soweit. Ja, keine Ahnung, was wir da jetzt machen können. Wir könnten höchstens mal gucken, dass wir irgendwoher ein paar Hühner finden und Mama Katzenslime schon mal etwas so zu überfressen. Ein Slot habe ich ja noch frei. So, dann müssen wir mal gucken. Wow, hier liegt wieder ein bisschen was drum. Da ist ein Hühnchen. Da ist noch ein Hühnchen. Da ist noch ein Hühnchen. Da ist noch ein Hühnchen. So, hier mal das Weiße. Okay, wir haben 30 Pinke. Wie viel hier einfach mal rumfliegt. Wir hatten jetzt was gegessen. Gut, wir wollen aber Hühnchen sammeln. Hier müssten auf jeden Fall auch noch welche rumflattern. Ja. Shit. Hühnchen werden hier einfach mal aufgefressen, das ist ja fies.
wohl die anderen Hühnchen? Oh, bis noch eins. So, hier kamen die bösen Slimies. Hier geht's weiter. Ach, hier war ja das andere Tor zum Aufmachen. Ja, da müssen wir bestimmt Mama Katzenslime überfressen, füttern, wie auch immer. Ja gut. Dann heißt es jetzt erst mal wieder abwarten. Ja, dann warten wir jetzt ab. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.